Der Hype Train läuft auf Volldampf. Bei uns gab es einen riesen Ansturm auf das Pre-Release-Event. Die ersten Läden sind schon ausverkauft und sogar bei mir auf der Arbeit spielen schon super viele Leute. Die Rede ist von Keyforge. Ein kompetitives Card-Game, bisschen wie Magic und Hearthstone, was angeblich aber kein Geldgrab sein soll. Da war ich als alter Card-Gamer erstmal sehr neugierig. Und ob das Spiel vielleicht auch was für dich ist, klären wir in diesem Video. Ab geht's! In seiner Grundstruktur ist Keyforge erstmal sehr vertraut. Also wir spielen 1 gegen 1, jeder Spieler hat ein eigenes Deck. Wir haben natürlich auch eine Hand von Karten, die frischt sich jedes Mal auch wieder auf. Und wie üblich haben wir natürlich Kreaturen, die wir ausspielen, die uns im Kampf unterstützen. Es gibt Aufwertungen, womit wir die stärker machen. Und es gibt natürlich auch Karten mit Einmaleffekt, die dann abgelegt werden. So, und das war es dann auch schon an Gemeinsamkeiten. In allen anderen Aspekten ist Keyforge ziemlich erfrischend anders. Die größte Besonderheit bei Keyforge, es ist wieder ein Unique Game und es drückt sich hier aus, indem jedes Deck einzigartig ist. Das heißt, wenn ich so einen Booster für 10 Euro kaufe, kriege ich 36 Karten zufällig, die mein Deck bilden und eine Karte, die mir zeigt, was in dem Deck drin ist. Das heißt, wir haben hier kein Sammelkartenspiel, in dem wir kleine Booster kaufen, auf Karten hoffen und dann damit das coolste Deck bauen. Jedes Deck ist vorgebaut und wir können es auch nicht ändern. Was auch einzigartig ist, jedes Deck hat einen einmalig generierten Namen und die Abbildung ist auch einmalig. Unser Spielziel ist hierbei auch nicht das übliche Runterkloppen von irgendwelchen Lebenspunkten des Gegners. Wir sind nämlich erschonten und versuchen, 3 Schlüssel zu schmieden. Das schaffen wir, indem wir immer Amber sammeln als Ressource und mit 6 Amber darf man dann einen dieser Schlüssel schmieden. Der Spieler, der zuerst 3 Schlüssel geschmiedet hat, gewinnt das Spiel. Amber generiert man, indem man entweder Karten spielt, die dieses Symbol haben und man einfach dafür Amber bekommt, oder indem man sich entscheidet, dass die Kreatur ernten geht. In dem Fall wird sie erschöpft und generiert auch einen Amber. Alternativ können natürlich Kreaturen auch angreifen. Das heißt, man muss jedes Mal entscheiden, ob man lieber halt Tempo macht und selber versucht, schnell zum Ziel zu kommen, oder ob man halt angreift und den Gegner damit irgendwie aufhält. Ein ebenfalls sehr interessanter Aspekt: Wir können Karten ausspielen, ohne dafür Ressourcen ausgeben zu müssen. Das heißt, wir könnten theoretisch jede Runde beliebig viele Karten ausspielen. Das wird aber eingeschränkt dadurch, jedes Deck hat 3 von 7 möglichen Häusern und jedes Haus hat 12 Karten davon im Deck. Wir müssen uns am Anfang der Runde entscheiden, welches dieser 3 Häuser wir aktivieren wollen. Und dann dürfen wir auch nur Karten ausspielen oder Kreaturen aktivieren, die diesem Haus entsprechen. Allein das führt schon dazu, dass man jede Runde ziemlich interessante Entscheidungen trifft. Es hat aber auch noch den Vorteil, dass man jede Karte potenziell immer ausspielen kann und man nicht lange irgendwelche Totenkarten mit sich rumträgt, weil man noch nicht genug Mana hat. Ein ganz wichtiger Faktor bei so einem kompetitiven Spiel ist natürlich auch immer das Balancing. Und auch hier ist es natürlich so, dass bestimmte Karten stärker sind als andere und durch diesen Algorithmus, der schon ziemlich gut funktioniert, es natürlich Decks geben wird, die immer stärker sind als andere. Und hier gibt es sowas wie ein Handicap in Form von Ketten oder Chains. Das wirkt sich dann so aus, dass man hier Ketten erhält und einen Marker hochschiebt und am Ende einer Runde dann so viele Karten weniger zieht, wie in dieser Spalte angegeben ist. Man bekommt dadurch halt einen gewissen Nachteil während dem Spiel. Diese Ketten bauen sich aber in der Partie auch wieder ab. Es gibt hier dann eine Empfehlung in den Regeln, dass wenn man halt privat spielt, dass wenn ein Deck häufiger gewinnt, dass man so und so viele Ketten sich einfach dem auferlegt. Man hat das aber auch für die Turniere geregelt. Jedes Deck hat nämlich einen einmaligen Code und den sieht man auch anhand dieses QR-Codes. Auf einem Turnier werden also alle Decks einmal gescannt. Fantasy Flight hat hier dann eine riesige Statistik, die sie automatisch pflegt, und das ist ja mal die beste Grundlage für irgendwelche Entscheidungen. Das kennt man ja auch aus Online-Games. Für mich auf jeden Fall ein Riesenvorteil gegenüber den klassischen Erratas, die man sonst immer hatte. Wir machen einfach mal ein paar Beispielrunden, damit ihr ein Gefühl für das Spiel bekommt. Der Startspieler wäre jetzt vielleicht mein Gegner gewesen. Das wird per Zufall ausgelost. Der beginnt mit 7 Karten und darf aber in der ersten Runde nur eine Karte ausspielen. Der zweite Spieler, das wäre jetzt ich, der startet mit 6 Karten. Gehen wir davon aus, er hätte einfach eine Kreatur gespielt.
Jetzt bin ich dran und entscheide mich als erstes, welches dieser drei Häuser ich denn aktivieren möchte. Da nehme ich jetzt die Ungezähmten und spiele als erstes den jagenden Hexer. Kreaturen starten erstmal erschöpft und der hat die Spezialfähigkeit, immer wenn du eine andere Kreatur spielst, erhältst du einen Amber. Deswegen spiele ich noch eine zweite Kreatur und ich nutze natürlich die Kombo-Möglichkeit und nehme mir einen Amber. Am Ende meiner Runde sind die wieder ready und ich ziehe auf 6 Karten wieder auf. Dann ist mein Gegner am Zug. Hier tun wir so, als hätte er das Monster gespielt und würde ihn hier nutzen, um einen Amber zu ernten. Dann sind die wieder bereit und wir sind am Zug. So, aufgrund meiner Hand entscheide ich mich, dass wir jetzt Sanctum nehmen. Das heißt, meine Monster auf dem Tisch darf ich nicht verwenden. Als erstes spiele ich Schutz der Schwachen. Das ist eine Aufwertung, die ich auf eine Kreatur lege und ich bekomme auch noch zusätzlich einen Amber. Und die erlaubt es mir dann, dass Kreaturen rechts und links neben der Kreatur mit dem Spott nicht angegriffen werden können. Das mache ich natürlich auf den Schnüffelgator, damit meine besonders coole Kombo vom jagenden Hexer geschützt ist. Dann spiele ich Feldwebel Zakiel. Der hat noch einen Ausspieleffekt, der triggert halt, wenn ich die Karte ausspiele. Du darfst eine benachbarte Kreatur spielbereit machen und sie kämpfen lassen. Und das geht auch, wenn sie nicht zu der aktuellen Fraktion gehört, die aktiviert ist. Da nehme ich natürlich meine besonders starke, lege sie hier hin und darf jetzt mit ihm hier angreifen. Das mache ich auch und gehe auf die Kreatur mit den 2 Stärke. Ich habe 4 Stärke und ein Schild. Und Stärke ist immer gleich auch die HP. Schaden wird gleichzeitig ausgeteilt. Das heißt, der Gegner kriegt 4 Schaden und ich bekomme 2 Schaden. Er ist damit tot und die Karte kommt auf den Ablagestapel. Mein Schild, was ich durch diese Aufwertung bekommen habe, federt einen Schaden ab und er federt immer so viel pro Runde ab, nicht pro Angriff. Einer ist noch als Schaden, damit hätte ich nur noch 3 Lebenspunkte, aber immer noch einen 4er Angriff. Und dann spiele ich noch die reinigende Welle, damit heile ich einen Schaden von jeder Kreatur und für jeden, der geheilt wird, erhalte ich einen Amber. Damit kann ich den Schaden wieder runternehmen und bekomme noch einen Amber. Damit ist meine Runde auch wieder rum. Alle werden wieder ready gemacht. Und ich ziehe auf 6 Karten wieder hoch. So, und jetzt sieht man schon, hier sind 4 Logos-Karten. In der nächsten Runde werde ich sehr wahrscheinlich Logos spielen, um möglichst viel Effektivität aufs Board zu kriegen. Habe ich dann irgendwann 6 Amber gesammelt, muss ich am Anfang meiner Runde einen Schlüssel schmieden. Man darf aber nur einen Schlüssel pro Runde schmieden. Und wie gesagt, wer zuerst 3 hat, hat dann gewonnen. In der Starterbox findet ihr zum einen 2 vorgefertigte Starterdecks und die sind auch nicht einmalig. Die sind für alle gleich. Die sind vor allem da, dass man das Spiel gut erklären und lernen kann. Denn auf den Karten selber sind viele Mechaniken nochmal sehr ausführlich erklärt. Ebenfalls sind dann aber 2 völlig zufällige Decks noch dort vorhanden und natürlich ausreichend Marker, die ihr zum Spielen braucht. Es gibt auch eine Schnellanleitung. Eine umfassende Anleitung gibt es leider nur per PDF. Das wurde schon häufiger angemerkelt, macht FFG aber extra. Die sehen das halt als Turnierspiel, wo sich die Regeln häufiger mal ändern oder aktualisiert werden. Als Sammelkartenspiel mit Boostern hätte ich es mir wahrscheinlich niemals angeschaut und zugelegt. Deswegen, das Grundkonzept gefällt mir schon mal sehr gut. Und ich finde auch der Aspekt Unique, Einzigartigkeit, kommt hier richtig gut zu tragen und ist gut eingesetzt. Auch von der Spielmechanik holt mich das als alten Cardgamer total ab. Also cooles Spielgefühl, interessante Karten, Kombos, Entscheidungen, die man trifft. Gut gemacht. Schön finde ich auch die geringe Einstiegshürde und man muss auch nicht Unmengen Geld verbrennen oder ausgeben, um da auf Turnieren halbwegs eine Chance zu haben. Richtig cool finde ich, wie das Balancing als Mechanik integriert wurde. Da bin ich echt gespannt, wie gut das in der Turnierszene funktioniert. Auch beim Thema Turniere, ich finde es richtig cool, wie es das Sealed-Format perfekt unterstützt. Aber auch im Constructed erhoffe ich mir, dass halt es nicht so ein krass festgefahrenes Meta gibt, wo man auf jedem Turnier irgendwie gegen die 5, 6 festgefahrenen Top-Decks spielt. Es wird natürlich immer Decks geben, wo man weiß, oder Kombinationen, die sind stärker, die wird man häufiger sehen, aber trotzdem 5, 6 Klone wird man da nicht antreffen. Und obwohl mich jetzt auch die Story überhaupt nicht abholt, was sie aber auch nicht muss, finde ich es trotzdem thematisch sehr interessant, wie die einzelnen Häuser ausgearbeitet sind und natürlich Artwork, Design, ist natürlich FFG-like wirklich richtig top wieder. Gibt natürlich auch den einen oder anderen Kritikpunkt.
Diese festen Decks sind irgendwie Fluch und Segen zugleich. Möchte man unbedingt seine drei Lieblingshäuser haben und auch bestimmte Kombos, die man gerne hätte, dann ist das Ganze natürlich Lotto. Und im Endeffekt sind das dann auch nur 10 € Booster. Also man muss schon sich irgendwie darauf einlassen, dass man mit dem klarkommt, was man da bekommt. Diesen Deckbau-Aspekt, der fällt natürlich komplett weg. Ich habe früher gerne Decks gebaut. Da ich aber sowieso keine Zeit mehr dazu habe, ist das völlig okay für mich und den Tod sterbe ich gerne. Das hört man auch von anderen und FFG hat auch Umfragen gemacht, dass selber Deck bauen war eigentlich eher nicht so beliebt bei den Leuten und man hat sich das meistens so aus dem Netz kopiert. So, der Algorithmus ist natürlich auch schon ziemlich gut, aber halt auch nicht perfekt. So, manchmal hat man schon mal Decks, da sind Karten drin, die haben keine besonders starke Synergie zu den anderen Karten im Deck. Und es gibt natürlich auch Deckkombinationen, die unglaublich stark sind und manche, die tendenziell schwächer sind. Deswegen auch da kann man manchmal irgendwie Nieten haben, wenn es einem wichtig ist, mit dem Decks zu gewinnen. Wenn dir das Entdecken und Kennenlernen des Decks wichtiger ist, dann ist das natürlich nicht so entscheidend. Nichtsdestotrotz muss ich halt irgendwie zeigen, weil es ja ein Turnierspiel sein will, wie gut dieses automatische Balancing da greift. Und dass halt nicht irgendwie ambitionierte Turnierspieler sich endlos viele Booster kaufen müssen oder Decks kaufen müssen, bis sie dann die besten Deckkombinationen finden. Weil das kann echt ein Fass ohne Boden sein. Mein einziger kleiner Kritikpunkt so ein bisschen an der Mechanik ist, es kann doch recht häufig schnell passieren, dass das Brett ziemlich voll wird. Und dann wird es unübersichtlich und auch die Runden dauern dann ziemlich lange, weil es halt so viel gibt, was man entscheiden kann. Das ist aber auch nur so ein Haar in der Suppe. Hätte ich mir was gewünscht, dass das vielleicht limitierter ist. So, jetzt die große Frage: Für wen ist das Spiel interessant? Also, bist du so ein Casual, eher wenig ambitioniert, hast früher gerne Card Games gespielt oder findest grundsätzlich Card Games interessant, spielst ab und zu mal Hearthstone? Dann ist, glaube ich, diese Starterbox genau das Richtige. Super für den Einstieg. Und wenn die Decks irgendwann langweilig werden, kauf dir einfach ein paar dazu. Machst du nichts falsch. Bist jetzt eher so der Typ, der hat sein ganzes Taschengeld damals in Magic versenkt und ist jetzt auch wieder so leicht gehuckt und irgendwie ambitioniert, auf Turniere zu fahren und zu gewinnen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es hat Potenzial, zum Geldgrab zu werden, ja, auch wenn man fertige Decks kauft. Weil, wie schon gesagt, man weiß jetzt schon, welche Kombinationen sehr stark sind, welche Karten stark sind. Das heißt, man hat hier ein Fass ohne Boden. Früher war es so, irgendwann hattest du alle Karten und konntest alle Decks bauen. Das ist halt jetzt nicht mehr so. Es gibt einfach unendlich viele Decks. Und wenn du mal ein sehr erfolgreiches Deck gefunden hast und spielst das sehr lange und bist damit auch sehr erfolgreich, dann kriegt das halt ein Handicap. Also begibt man sich auf die Suche nach dem nächsten starken Deck, was man dann zum Beispiel auf die Regionals, auf die Weltmeisterschaft mitnehmen will, was halt noch kein Handicap hat. Wer jetzt natürlich sehr ambitioniert ist, der hat sich sowieso schon informiert. Seid den Risiken euch bewusst. Für alle die, die da irgendwie wenig Ambitionen haben, privat spielen, vielleicht ab und zu mal auf ein Turnier fahren, um einfach nur Spaß zu haben und nicht unbedingt gewinnen wollen, für die ist das natürlich genau das Richtige. Vor allem prädestiniert fürs Sealed-Format. Das heißt, keiner bringt ein Deck mit, sondern jeder kauft sich zufällig eins und damit wird einfach gespielt. Das ist bei Keyforge so perfekt wie noch wie bei keinem anderen Spiel, dass man dieses Format damit spielen kann. Unterm Strich auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und wenn ihr jetzt Bock aufs Game habt, dann freut euch auf mein Regelvideo, das kommt auch demnächst. Das werde ich hier natürlich irgendwo verlinken. Und wie üblich, klickt bitte einfach wild auf Like, Abo und auch in die Kommentare, damit ist man ein coolerer Mensch. Vielen Dank.